Der Vorstand des Harley-Davidson-Club Sylt Chapter e.V. lud am Freitag zum Jubiläumsempfang in das Restaurant zur Eiche nach Tinnum ein. Zwei Jahrzehnte Vereinsleben liegen hinter den Bikern, an die man sich gemeinsam auf der Veranstaltung erinnerte. 20 Jahre Sylt Chapter, das sind 20 Jahre tolle Momente, 20 Jahre tolle Reisen und 19 Jahre unsere Summertime-Party. Wir planen jetzt natürlich unsere große Jubiläumsparty für nächstes Jahr, die 20-jährige Party. Da sind wir jetzt schon in den vollen Zügen. Und wir planen für nächstes Jahr schon eine Reise für unsere Chapter-Mitglieder. Wollen mal gucken, ob wir wieder Richtung Spanien fahren können. Wir freuen uns alle natürlich auf nächstes Jahr, weil das wird natürlich eigentlich unser Highlight. Wir wollen einen ganz tollen Hauptpreis zusammenstellen für die Mitglieder. Das Kampener Sommerfest ist seit vielen Jahren der Höhepunkt im Kultur- und Veranstaltungskalender des kleinen Inseldorfes. Am Freitag verwandelte sich der Garten des Campus in einen gemütlichen Treffpunkt für Gäste und Einheimische. In das Wein- und Bierzelt bei gemütlicher Lounge-Musik wurde eingeladen. Soziales Gefüge ist fürs Dorf total wichtig und hier treffen sich halt alle. Einheimische, Zweitwohnungsbesitzer, Mitarbeiter nachher natürlich auch noch. Und das ist total wichtig für so ein kleines Dorf, dass es hier auch so einen Zusammenhalt gibt. Highlight des Abends waren Marita Moore and Floor 54, die mit Funk- und Soulmusik im Saal für Stimmung sorgten. Der Doodle-Experte Andreas Werner und der Gebrauchshundesportverein e.V. luden zum ersten Happy Doodle Day auf Sylt ein. Die Insel ist ein Paradies für alle Hundefreunde und Startschuss für die große Deutschlandtour. Auf der Veranstaltung bekamen Hundebesitzer wissenswerte Informationen und Pflegetipps über die Rasse. Wir züchten seit 10 Jahren den Labradoodle, den Golden Doodle und Double Doodle. Und mittlerweile leben auch schon 6 Hunde fest auf Sylt. Und wir haben viele unserer Doodle-Freunde, haben auch Immobilien auf Sylt, verbringen regelmäßig ihre Urlaube hier auf Sylt, sodass wir wissen, dass wir zum Beispiel so bei dem letzten Urlaubsgrußaufruf, den wir gemacht haben, die meiste Post von Sylt bekommen haben. Und deswegen haben wir gesagt, möchten wir den Anlass natürlich auch mal dann nehmen, die Leute direkt im Urlaub zu besuchen und direkt einen Informationstag hier mal auf Sylt zu veranstalten. Und das war auch ganz toll. Da hatten wir eine ganz tolle Unterstützung, hatten hier eine Sonderleitung, haben hier Gott sei Dank auch das super Gelände des Hundevereins mit zur Verfügung gestellt bekommen und haben deswegen auch gesagt, weil zurzeit aktuell so viele Hunde auf Sylt sind aus unserer Zucht, möchten wir die einmal hier besuchen und auch vielleicht eventuell gegebenenfalls eine Hilfestellung bei der Pflege oder Ernährung oder alles, was dazu kommt, hier im Urlaub für die ganze Familie auch geben. Das Bauprojekt Neue Mitte soll bis Ende 2016 fertiggestellt werden. Das Objekt ist ein Wohnungsgeschäftshaus mit insgesamt 26 Eigentumswohnungen, Ladenflächen im Erdgeschoss, hauseigene Tiefgarage und Personenaufzug. Die Arbeiten verlaufen planmäßig und schon bald sollen die Flächen an die jeweiligen Einzelhändler und den Käufern der Wohnung übergeben werden. Die Wohnungen sind zum größten Teil bereits verkauft. Im Erdgeschoss wird unter anderem ein Unterwäscheshop und ein Geschäft für Herrenbekleidung im Frühjahr 2017 öffnen. Jedoch werden die Arbeiten zur Neugestaltung des Vorplatzes Anfang nächsten Jahres beginnen. Die Sanierung der L24 zwischen Randum und Westerland wurde planmäßig zu Pfingsten abgeschlossen. Nun befinden sich die Arbeiten im Zentrum von Westerland auf der Zielgeraden. Seit Mitte Juli werden die Entwässerungseinrichtungen der Landstraße erneuert. Im Anschluss daran wird in den kommenden Wochen abschnittsweise eine neue Asphaltschicht aufgetragen. Ein erstes Teilstück wurde Anfang August bereits fertiggestellt. Um die weiteren Teilstücke zu sanieren, sind Vollsperrungen des jeweiligen Abschnitts notwendig. Über die Sperrung informiert der Landesbetrieb Schleswig-Holstein. Der Wirtschafts- und Verkehrsminister Reinhard Meyer bittet Anwohner und Urlauber um Verständnis, da die Sanierung der Straße nur in den Sommermonaten möglich ist. Die Bauarbeiten waren längst überfällig, um den gewachsenen Verkehr auf der Strecke auch in Zukunft zu bewältigen. Die Fertigstellung des 3,9 Millionen Euro teuren Gesamtprojekts ist Anfang 2017 geplant. In den Sommerferien bietet der Tourismusservice Kampen tolle Programmpunkte beim Campino Sommer. Der Kinderclub ist in der 16. Saison und bietet montags bis freitags jede Menge Ferienspaß. Von 3 bis 14 Jahren bieten wir ganz verschiedene Programmpunkte an. Insgesamt halt 6 Wochen sind wir hier. Vom Basteln über Aktivitäten am Strand. Ne? Manchmal machen wir auch draußen hier Aktivitäten, irgendwie so Fußballspielen, wie Sie eben schon gesehen haben. Also zu allem, wozu wir Lust haben und wozu die Kinder auch Lust haben. Die Events sind für alle Kinder zwischen 3 und 14 Jahren. Informationen gibt es im Campus oder auf der Homepage des Tourismus Service Kampen. Auf dem Bastianplatz in Westerland entsteht Dauerwohnraum für Sylter. Die Arbeiten an dem genossenschaftlichen Wohnprojekt befinden sich in der Endphase. Bereits Anfang August konnten die ersten Wohnungen bezogen werden. Aufgrund fehlerhafter Arbeiten an den Dächern verzögerte sich die Fertigstellung des Projekts um 6 Monate. Auch Wohnhäuser des KLM-Wohnungsbaus sollen noch in diesem Jahr bezugsfertig sein. Zurzeit werden Maler- und Fliesenarbeiten ausgeführt sowie Balkone montiert.
Die Energieversorgung Sylt kümmert sich auf den Außenanlagen des Geländes um alle Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und Fernwärme. An der Nordspitze der Insel Sylt kann man die besondere Sylter Naturlandschaft, die Wanderdünen von List, bestaunen. Die drei heute noch vorhandenen Wanderdünen zeigen, wie die Insellandschaft ursprünglich einmal aussah. Exklusive Führungen werden vom Erlebniszentrum Naturgewalten durchgeführt. Wir wollen Sie, die Leute da so ein bisschen drauf sensibilisieren, dass man separat bzw. vereinzelt doch mal eintauchen kann in so einen Lebensraum, ihn aber trotzdem Natur sein lassen soll oder kann. Und entsprechend ja so ein Gefühl dafür zu haben, dass es was Besonderes ist, dass nicht jeder hier rein kann. Und dass es ein großes Naturschutzgebiet ist, was zu Recht unter Naturschutz steht. Der Flughafen Sylt gewinnt eine zusätzliche Verbindung von und nach Bern via Basel. Die Schweizer Fluggesellschaft Skywork Airlines wird den Flughafen Sylt ab dem 3. Juni bis zum 14. Oktober 2017 jeweils samstags von Bern aus anfliegen. Die Airline setzt auf europäische Metropolen und klassische Feriendestinationen. Laut Geschäftsführer des Flughafens Sylt, Peter Duven, freue man sich, eine zusätzliche, sehr komfortable und zeitsparende Alternative zur langen Pkw-Anreise anbieten zu können. Für Sylt kommt bei Skywork Airlines die Saab 2000 mit 50 Sitzplätzen zum Einsatz. Seit Ende letzten Monats sind die Arbeiten an der neuen Strandtreppe in Wenningstedt endgültig abgeschlossen. Mit der Rutsche und dem Personenlift hat der Tourismusservice Wenningstedt einen Weg für alle Generationen zum Strand geschaffen. Am Strandübergang 34 haben jetzt Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, in den Sand zu rutschen. Um Unfälle oder Behinderungen zu vermeiden, wird die Rutsche mit einem Ampelsystem betrieben. Auch wurde das Angebot für Besucher mit Handicap sowie Familien mit Kindern mit Einbau eines Treppenlifts verbessert. Zudem wurden Zwischenpodeste mit ausreichenden Ruhepodesten geschaffen. Die Treppe ist deutlich breiter und bietet durch getrennte Läufe die Möglichkeit der Besucherlenkung mit Richtungsverkehr. Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Projekt auf rund 1 Million Euro. Die Antiquitäten- und Kunstmesse Antika in der neuen Bootshalle in List wurde bis zum 18. September verlängert. Die Messe ist seit 1977 fest auf der Nordseeinsel verankert und hat auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher in den Norden der Insel gezogen. Das Angebot geht quer durch die Jahrhunderte, von klassischen und Vintage-Stücken, alten Gemälden und moderne Kunst über Skulpturen, Schmuck sowie Uhren und Kuriositäten. Die Antika ist täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet und der Eintritt ist für alle frei.